So kam es 1981 zu diesem wilden Fußballspiel zwischen dem VfL Bochum und Werder Bremen. Der Bochumer Ewald Lien wurde durch einen harten Tackling von Norbert Siegmann von Werder Bremen verletzt und hinterließ Schnittwunden am Oberschenkel. Ich kann Ihnen auf keinen Fall diese unanschaulichen Bilder eines 10 Zoll tiefen Schlitzes in seinem Oberschenkel zeigen, der durch Norberts Stollen entstanden ist und seine Muskeln und seinen Oberschenkelknochen freilegt. Manche nennen es die schlimmste Verletzung in der Geschichte des Fußballs. Lien erholte sich innerhalb von 4 Wochen wieder, beschloss jedoch, vor Gericht zu gehen und Siegmann und ihren Trainer Otto Rehhagel zu verklagen. Er behauptete, der Trainer habe seine Spieler dazu gedrängt, dieses böse Foul zu begehen. Das Gericht glaubte es nicht, aber das ganze Drama erregte in den Medien die Aufmerksamkeit aller. Im nächsten Spiel erschien Rehhagel mit einer kugelsicheren Weste auf der Bank, weil er offenbar Morddrohungen erhalten hatte. Viele Leute sagen, dass Rehhagel es verloren hat, aber